In diesem Video möchte ich euch die besten Sims-April-Scherze aus diesem Jahr vorstellen und ebenfalls auf meine vorherigen April-Scherze genauer eingehen. Viel Spaß beim Ansehen! Nicht nur in echt gibt's April-Scherze, sondern auch bei den Sims werden eigentlich jedes Jahr wirklich neue April-Scherze gemacht. Ich glaube, den ersten richtigen April-Scherz, den ich wirklich zu den Sims dieses Jahr gelesen habe, war von simtimes.de. Falls ihr den noch nicht kennt, simtimes.de hat vorgestellt, dass angeblich auf einer Amazon-Seite ein neues Die Sims-Mittelalter aufgetaucht ist. Ich fand sogar hier die Screenshots eigentlich ganz gut gemacht. Wir können uns das hier nochmal angucken. Angeblich wurden hier ein paar Screenshots geleakt, die kommen hier in dem Fall aber aus irgendeinem anderen Spiel. Anscheinend hier quasi wieder ohne die Slider, so wie es auch in den Vorgängerteilen von Die Sims war. Der Scherz ist eigentlich auch recht realistisch gemacht. Hier wird davon gesprochen, dass die Spieler in verschiedenen Rängen in der offenen Spielwelt spielen können. Weiter kann man nur bauen, wenn genügend Materialien zur Verfügung stehen, was auch immer das genau heißt. Und Pferde sind in diesem Mittelalterteil auch dabei, also eigentlich alles recht realistisch, so wie man sich das auch vorstellen würde. Es gibt hier quasi nur den Ersteller ein Sim-Modus, aber Micha, der Betreiber der Seite, hat mir das ein paar Tage auch vorher bei WhatsApp geschickt und ich war echt beeindruckt, weil ich finde auch das Logo und so sieht eigentlich alles sehr realistisch aus. Ihr könnt mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, auf was für April-Scherze ihr so reingefallen seid. Falls es euch interessiert, ich hatte ursprünglich eigentlich auch einen April-Scherz für dieses Jahr geplant. Und zwar habe ich mir so gedacht, ja, jetzt gerade haben wir ganz viele Leaks und vielleicht auch ein paar Gerüchte zu Die Sims 5 bekommen. Es gab Jobbeschreibungen zu Die Sims 5. Wie wäre es denn jetzt eigentlich, wenn wir quasi ein Die Sims 6 ankündigen würde mit ganz abstrusen Features, dass man im Erstelle einen Sim-Modus nur noch vorgefertigte Sims erstellen kann oder sowas. Aber ich hatte dann ehrlich gesagt leider nicht mehr so wirklich Zeit, das dann umzusetzen und außerdem war es bei mir dann auch so, dass ich mir gedacht habe, jetzt haben wir schon echt sehr, 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 sehr viele News zu Die Sims 5 bekommen. Vielleicht wäre das jetzt auch nicht so eine gute Idee. Das war auch einer der Gründe, warum ich es dieses Jahr nicht gemacht habe. Simmatically hat auch was Interessantes auf Twitter angekündigt. Und zwar, er hat gleich zwei Scherze gemacht. Der eine war erstmal, dass er quasi gemeint hat, eine neue Mod zu erstellen, mit der man noch länger Die Sims 4 spielt. Und zwar, naja, es wird schlicht und ergreifend einfach der Knopf, um das Spiel zu beenden, hier rausgenommen. Ich meine, das wäre wahrscheinlich der effektivste Move, um ganz viele Leute dazu bekommen, noch viel länger zu spielen, wenn man einfach das Spiel nicht mehr schließen kann. Ja, ich muss sagen, das hat mich schon zum Lachen gebracht, fand ich auf jeden Fall eine witzige Idee. Und weiter hat er noch diesen Screenshot geteilt. Hier, ein angeblicher Beitrag von Sims Community. Maxis announces the Sims 4 Base Game Revamp and Improvements for Previous Expansion and Gameplay Packs. Also quasi eine Überarbeitung vieler Packs für die Sims 4. Wenn man sich hier den kleinen Text unten noch durchliest, dann wäre das quasi wirklich eine Überarbeitung aller Features und aller Erweiterungen nochmal. Ich meine, das Projekt an sich wäre auf jeden Fall eine extrem gute Sache, so. Hätte ich jetzt eigentlich nicht wirklich was dagegen, da könnten die Entwickler sich auch gerne inspirieren lassen. Also das fand ich dann schon eigentlich echt ganz gut. Und der letzte große April-Scherz, der so in meiner Timeline aufgetaucht ist, von dem ich auch erstmal eine Sekunde so gedacht habe, oh, vielleicht ja irgendwas Echtes, so, ihr kennt das, wenn man so die erste Sekunde so einen April-Scherz sieht, dann denkt man vielleicht so ganz kurz, der Simmer Bro Busty hat quasi eine neue Erweiterung für die Sims 4 angekündigt. Angeblich auf der EA-Seite, also ein kleiner Leak, den Titel wird es jetzt irgendwie nicht so geben, weil ich finde, der klingt nicht so griffig, das würden die Entwickler wahrscheinlich irgendwie anders nennen. Aber hier mit Noten, also quasi wahrscheinlich eine Erweiterung, in der es dann neue Instrumente, vielleicht Bands, sowas für Die Sims 4 gibt, fand ich auf jeden Fall auch eine ganz lustige Idee. Hat eine Sekunde gebraucht auf jeden Fall, aber doch, das fand ich eigentlich an sich recht lustig. Ganz ehrlich, April-Scherze für Die Sims zu machen ist auf jeden Fall extrem witzig und deswegen möchte ich euch auch nochmal ganz schnell, falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt, meine April-Scherze zeigen, die ich so gemacht habe. Im Jahr 2017 gab es diesen interessanten Clip, der angeblich von einer EA-Seite geteilt wurde. Ja, da habe ich auf jeden Fall mich mal rangesetzt und habe mir überlegt, wie ein Trailer für die Einbrecher in Die Sims 4 aussehen könnte. Habe es versucht, so realistisch wie möglich zu machen. Es war sehr lange gedauert. Ich glaube, das war wirklich mein längster April-Scherz, den ich je gemacht habe. Am Ende wurde mir hier sogar mit so einem Render geholfen. Das habe nicht ich gemacht, das hat ein Simmer gemacht. Ich meine, es war sogar Hazard Plumbob, den man auch kennt. Von der Aufteilung, ich habe extra darauf geachtet, so ein Trailer auf Twitter ist meistens mal 30 Sekunden lang. Ich habe gefühlt so lange für diesen Effekt gebraucht.
Obwohl man, wenn man genau hinguckt, sieht man auch, dass das nicht so wirklich funktionieren kann im Spiel. Aber ja, es haben sogar einige Leute geglaubt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den zu machen. Aber doch, falls ihr den April-Scherz noch kennt, könnt ihr mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Dann mein April-Scherz aus 2018, den gab es ja auch noch. Da musste ich gerade nachgucken. Gab es nur auf der simsblog.de Webseite. Da habe ich ein angebliches Mod-Paket, was erstellt wurde, vorgestellt. Da weiß ich auf jeden Fall noch, es hat so lange gedauert, hier diese Benutzeroberfläche in Photoshop nachzubauen. Und ich habe ja quasi einfach ein Bild von irgendeinem schönen Haus in den Hintergrund gepackt. Hat auf jeden Fall auch lange gedauert. Haben auch sich ein paar Leute gewundert, dass es in ihrem Spiel nicht ganz funktioniert. Also es sind ein paar Leute drauf reingefallen. Dann als nächstes habe ich hier quasi die Fundamente, die es jetzt mittlerweile als Update gibt, hier quasi als April-Scherz angekündigt. Hier, man sieht schon am Pfeil mit diesem Slider. Das war auf jeden Fall auch, glaube ich, eine ganz lustige Idee, auch wenn es hier irgendwie nicht so realistisch aussieht. Aber ja, an sich die Idee, ja, die Community hat schon extrem gefordert. Also die Idee war zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich neu. Aber hier auch rechts quasi das Stelzdach. Wenn ich mir das Symbol so angucke, es sieht auf jeden Fall... Ja, sieht man, dass das Fake ist? Irgendwie so ein bisschen unrealistisch ist es schon, aber... Dann der nächste richtige April-Scherz war dann 2019 mit dem Erstelle ein Stil-Tool, welches es angeblich für die Sims 4 bald geben sollte. Da habe ich hier ein paar Entwickler-Screenshots gefaked. Ich glaube, das war auf jeden Fall meiner Meinung nach der realistischste April-Scherz so. Also man sieht hier schon, jetzt kann man hier links kann man ein neues Farbrad erkennen, aber das hat auch ganz lang gedauert, das mit Premiere, also meinem Schnittprogramm, umzusetzen. Leider natürlich auch nur ein April-Scherz. Ich glaube, der ist eigentlich ganz gut angekommen. Die Kommentare darunter waren eigentlich recht lustig. Ich kann mich an keinen fieseren April-Scherz erinnern. Ja, ich muss auch sagen... Ich meine, sowas wünscht sich, glaube ich, jeder von uns in irgendeiner Form im Spiel. Also, ja, ich habe immer bei meinen April-Scherzen, denke ich mir auch manchmal so, was hätte ich denn gerne im Spiel, was würde ich gerne umsetzen, was finde ich lustig. Und das war auf jeden Fall ein Feature, an dem ich mich mal probieren wollte. Und als letztes gab es dann den D-Sims Kinofilm in 2020, also letztes Jahr. Da habe ich angekündigt, dass angeblich im Spielcode quasi Bilder von einem Filmplakat fürs Spiel aufgetaucht ist. Ja, das soll dieses Filmplakat sein, ich weiß auch nicht. Da die Idee war auf jeden Fall da, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, keine Zeit mehr, da wirklich ein richtig realistisches Cover zu basteln. Was ist los in Willow Creek? Also der Titel auf jeden Fall sehr kreativ. Aber lustigerweise gab es relativ schnell nach diesem April-Scherz schon eine echte News zu einem Sims-Kinofilm. Was da los ist, weiß man aktuell zwar auch noch nicht, aber es war dann irgendwie so ein bisschen verwirrend. Ich mache so einen April-Scherz und lese dann ein paar Tage später, dass es da scheinbar wirklich richtige News gab. Ihr könnt mir ja wirklich gerne mal in die Kommentare schreiben, auf welchen April-Scherz ihr dieses Jahr reingefallen seid. Das würde mich doch mal sehr interessieren. Dann auf jeden Fall vielleicht wieder im Jahr 2022 ein neuer April-Scherz. Da schauen wir mal, was ich mir da so einfallen lasse. Ihr könnt ja auch gerne mal ein paar gute Ideen in die Kommentare schreiben. Vielleicht lasse ich mich da ein bisschen inspirieren. Aber ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, mein kleiner Rückblick auf meine April-Scherze und was es sonst so dieses Jahr gab, dann könnt ihr mir ja gerne einen Daumen nach oben und vielleicht auch ein Abo da lassen, wie ihr wollt. Und dann würde ich sagen, sieht man sich bei einem der nächsten Videos wieder.